Hallo mein Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Dieses Video drehe ich jetzt zum zweiten Mal, weil ich nämlich beim ersten Mal vergessen habe, das Mikrofon einzuschalten. Genauso wie ich mein Make-up für Brillenträger-Video auch ein zweites Mal drehen muss, weil ich die Dateien aus Versehen gelöscht habe. Momentan läuft so richtig bei mir. Ja, es ist mal wieder einiges neu auf den Make-up-Markt gekommen seit meinem letzten Make-up-News-Video. Aber ich muss sagen, momentan, ich weiß nicht, ob ihr auch das Gefühl habt, schreibt mir das mal, wenn ja, es ist relativ ruhig. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass 2018 oder dass einfach generell jetzt so, wenn ich mal von heute gucke, das letzte Jahr, einfach so eine Masse an Make-up auf den Markt gesprengt wurde. Das war ja wirklich nicht mehr normal. Eine Zeit lang ist man ja gar nicht mehr hinterhergekommen. Ich finde es jetzt momentan eine ganz gute Geschwindigkeit von neuen Launches, auch wenn man das Gefühl hat, dass es eigentlich relativ ruhig ist. Ja, aber das, was 2018 los war, finde ich, das muss man auch nicht haben. Das ist nämlich das andere Extrem. Ja, bevor wir in das Video einsteigen, was ich jetzt gerne immer machen möchte, wenn ich solche Videos filme, weil ich immer super viele Fragen zu meinem Make-up, was ich dann trage, gerade bekomme. Ich werde euch jetzt probieren, wie zum Beispiel auch Tati das immer macht, alle Produkte, die ich fürs gesamte Make-up benutzt habe, unten in der Infobox verlinken. Ja, weil ich eben gerade zu Lippen, Eyeshadow so oft Fragen bekomme und ich das natürlich nicht immer jeden einzelnen Kommentar beantworten kann. Deswegen, ja, heute zum Beispiel habe ich von Milani mal wieder seit ganz langer Zeit ein Liquid Lipstick drauf. Die sind einfach toll in der Farbe Loved. Wie gesagt, verlinke ich euch auch unten. Dann auf den Augen, finde ich super schön, soft, hier mit so einem, einfach nur so eine Art Eyeliner angedeutet mit dem Lidschatten. Ich habe heute dafür, nur für diesen Look, drei Farben aus der Poison Palette von Nabla bekommen, benutzt. Und zwar in erster Linie eigentlich nur den hellen Ton, der auf dem gesamten Lid ist, den schönen, perfekten Transition-Ton einfach zum kompletten Verblenden und außen den ganz dunkelroten Ton hier. Das ist das, der hier direkt beim Eyeliner quasi ist. Ich muss sagen, die Palette mag ich immer mal lieber, auch wenn das Blau hier drin ja leider nicht so wirklich gut funktioniert. Aber der Rest der Töne sind toll. Ich liebe Nabla Lidschatten. Und ganz kurz, auch wenn es eigentlich nichts in diesem Video zu suchen hat, dass ich da einfach jetzt so drüber schwärme, aber seit einem Jahr habe ich diese Palette schon nicht mehr benutzt. Ja, circa vor einem Jahr habe ich diese Palette nur benutzt. Und sie ist einfach so ein absoluter Traum. Es ist so ein natürlicher Glow und trotzdem auffällig. Und aber kein Hauch Glitzer drin. Und ich muss sagen, ich habe momentan wenige, die mir so gut gefallen in meiner Sammlung, außer meinem Emrazy Highlighter, aber na klar. Ich habe nämlich jetzt von Luvia Cosmetics die Prime Glow Palette. Eine der besten Highlighter meiner gesamten Sammlung. Wer die noch nicht hat, für den Preis, ich verlinke es euch unten, Leute, weil die ist der, also einfach nur vom Finish her, das ist eine der schönsten Highlighter, die ich kenne. Ich habe mich wieder, ich weiß, dass ich es jetzt wieder nur durchgängig benutzen werde. Alles andere, was ich auf dem Gesicht habe, Pflege, Primer, Foundation und so weiter, findet ihr alles unten. Probiere ich jetzt auch in jedem Video zukünftig so zu machen. Ja, die Make-up-News. Ich werde wie immer bei Trendmood durch die Instagram-Seite ein bisschen scrollen. Habe mir natürlich auch schon einige Produkte hier aufgeschrieben auf meinem Blöckchen. Nochmal eine kleine Info dazu. Ich werde euch sagen, welche Produkte ich davon nicht kaufen würde und welche ich kaufen würde. Auch wenn ich leider Gottes die nächsten Monate erstmal kaum was kaufen werde. Denn wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr mein neuestes Video auf More Alena geschaut habt, wenn nicht, nochmal vorbeischauen. Da habe ich nämlich angekündigt, dass wir Nachwuchs erwarten. Das ist eben schon im Oktober soweit. Jetzt Anfang August heiraten wir. Das heißt, es sind knapp 3 Monate und jeder weiß, wie viele Kosten da vorher anfallen. Deswegen, ja, groß mit Shoppen. Dieses Video wird für mich wahrscheinlich eher eine Qual, weil ich mir nochmal vor Augen führe, was ich mir momentan nicht leisten kann. Trotzdem, so ein, zwei Produkte würde ich wahrscheinlich wirklich kaufen. Kommt natürlich auch auf den Preis an. So eine Tasche Donona und sowas zum Beispiel ist momentan einfach nicht drin. So, wir fangen an. Einmal, ich hatte sie zwar schon im letzten Make-up-News-Video mit drin, die Bronzer von Fenty Beauty. Da waren sie noch nicht draußen, aber ich muss sagen, ich habe die erste Fuhre verpasst. Bin mir jetzt aber sicher, das ist jetzt eine, ich glaube, mit einer der einzigen Produkte, die ich definitiv noch kaufen werde, dass ich mir hier zwei Farben von hole. Und zwar einmal die zwei hellsten Farben, India Sun und Shady Biz. Das eine ist halt ein bisschen mehr was Kühleres und der andere ist ein bisschen wärmer. Aber die beiden Farben, von denen schwärmen eben sehr, sehr viele. Von den Bronzern sowieso, die sollen wirklich gut sein. Aber die reizen mich einfach so unglaublich doll. Deswegen, ja, die stehen mit als einziges, ich glaube, als einziges auf meiner Einkaufsliste. Jetzt kommen wir zu der Marke, wo mir mein Herz unter anderem mit blutet. Nämlich Natasha Denona. Tatsächlich würde ich von Natasha Denona gerne noch so viele Produkte ausprobieren. Leider Gottes, diese Marke nur schweineteuer.
man weiß zwar noch nicht, wie sie aussehen wird, aber es ist jetzt vor kurzem die Bloom Palette rausgekommen, diese Blush and Highlighting Palette mit Cream Produkten und Puderprodukten drin, die bei einigen ein bisschen, glaube ich, oder für einige ein bisschen zu dunkel war. Jetzt hat Natasha Denona angekündigt, es wird eine zweite Version geben. Es hoffen natürlich viele Leute, dass es eine hellere Version nochmal sein wird. Also da muss ich wirklich sagen, wenn mir die Farben in der neuen gefallen, ich muss sagen, die davor hat mich nicht ganz so gereizt, weil für das Geld, mir würden nur zwei Farben daraus, nämlich die beiden Puderfarben, gefallen. Deswegen, da muss man halt wirklich gucken, ob es für das Geld, ob es sich wirklich lohnt für einen persönlich. Dann auch gerade neu die neueste Palette, die Biba Palette. Oh, auch genau so ein Ding, hier blutet mein Herz. Aber für eine Eyeshadow-Palette, die eben sehr viele natürliche Alltagstöne hat, ich würde sie, wenn ich ganz ehrlich, hätte ich das Geld jetzt, würde ich sie sofort kaufen. Aber es ist halt so ein Ding, wo es einfach nicht Not tut. Deswegen, sie wird auf meiner Wishlist landen, aber ich werde sie erstmal nicht kaufen. Ich finde sie trotzdem, auch wenn sie vielleicht für den Preis, das sind dann immer über 100 Euro, für manche vielleicht übertrieben ist, finde ich diese Töne einfach perfekt abgeschmissen. So eine Palette, da brauche ich nichts anderes, da hole ich die raus und schminke mir einen perfekten Alltagslook. Deswegen wunderschön. So, weil ich mich jetzt selber wirklich quälen möchte anscheinend, ja, arbeite ich jetzt erstmal die ganzen Produkte ab, wo mir so richtig das Herz blutet, dass ich mir das momentan einfach nicht leisten kann. Die nächste Kollektion, oh mein Gott, die Charlotte Tilbury Collection. In allererster Linie natürlich die Face Palette. Die Kollektion heißt ja Glowgasm Collection. Also hier fällt es mir echt schwer. Aber eine Sache muss ich sagen, als ich den Preis gesehen habe, habe ich erstmal gedacht, sag mal, hackt's? Ja, also sie wird in Amerika für 75 Dollar verkauft. 75. Ja, und ich glaube auch in Deutschland wird sie für über 70 verkauft. Mel Thompson zum Beispiel hat die verglichen mit der Chloe und Malika Becker Palette. Meint auch, dass diese hier nochmal wesentlich mehr Glow hat, nochmal ein bisschen krasser ist. Deswegen würde es mich wirklich interessieren. Ja, dann kommen noch drei solche Liquid Highlighter dazu, die man rausdrücken kann. Ist schön, muss ich sagen, das interessiert mich jetzt nicht so. Ich glaube, die meisten interessiert wirklich die Palette, gerade eben für mich die hellere Version. Es gibt ja zwei Versionen. Ja, ein Traum, den ich mir erstmal definitiv nicht erfüllen werde, aber könnte ich, würde ich. Dann zum nächsten Produkt, was mich echt vom Bild her alleine schon umgehauen hat. Das ist eigentlich eine Marke, die mich nicht so unglaublich doll interessiert, nämlich CoverFX. Hat diese wunderschönen Bombenprodukte rausgebracht. Die sehen so toll aus. Es sind die Monochromatic Blush and Bronzer Dose. Einmal mit eben einem matten Silky Finish und einem Schimmer. Obwohl das schon mehr wie Metallic, Mega Glow, heftig, Hardcore aussieht. Das ist, für mich sieht das nicht nur wie Schimmer aus. Aber wie wunderschön sind diese Dinger bitte. Ich muss sagen, ganz oben rechts das hellste Blush-Duo in diesen Peach-Farben. Das würde ich mir holen. Und ganz unten, es gibt ja zwei Bronzer-Duos. Unten auch der rechte, also der hellere und das hellere Bronzer-Duo. Ja, die beiden, muss ich sagen, von den Farben her interessieren mich echt am meisten. Wunderschön. Wunderschön. Ich muss sagen, da warte ich auf jeden Fall nochmal ab, wie die ersten Reviews sind. Und das wäre, glaube ich, was, da könnte ich nicht widerstehen. So, dann die nächsten Produkte, beziehungsweise ein bisschen so eine Produktgruppe, mit denen, wie ihr das wahrscheinlich auch wisst, ich persönlich nicht ganz so viel anfangen kann. Es ist ja momentan so die Phase dieser Body Glows, Schimmer, Glitzer, Lotions. Ist absolut nicht meins. Also ich glaube aber auch, wenn man in Kalifornien wohnt, fast durchgängig Sonne hat und in diesem Kreis ist und beziehungsweise auch immer so toll auf sein kann, dann würde ich mir wahrscheinlich auch oft so ein Zeug auf die Haut klatschen. Aber ich finde das hier, aber ich muss sagen, also natürlich jeder wie er möchte, aber ich finde das hier bei uns jetzt in Deutschland und bei dem tollen Wetter, was wir ja immer haben, wer weiß, der Sommer soll ja toll werden oder beziehungsweise das heißt toll, trocken und warm. Das, ich weiß trotzdem, wenn ich sowas kaufe, wie zum Beispiel jetzt Huda Beauty hat welche rausgebracht, solche Body Glows, Schimmer, wie auch immer, dass ich sowas einfach nie benutzen würde. Es würde bei mir rumstehen und vergammeln. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für die vielleicht einmal im Jahr, wo ich mal irgendwas auf meinen Körper mache, dann nehme ich von Becker meinen Highlighter oder wirklich einen Puder-Highlighter oder irgendwas. Also ich muss sagen, mit diesen ganzen Body-Glow-Dingern kann ich nicht viel anfangen. Genau, so der ein Mega-Make-Up-Artist, dort auch gerade in Amerika, der Patrick Ta, hat auch so eine ganze Schimmer-Glow-Kollektion rausgebracht. Viel aber auch eben für den Körper. Ja, das sind Sachen, die für mich persönlich einfach nicht interessant sind. Ich denke, dort drüben in Amerika ist das eben echt nochmal ein anderer Schnack. Aber ich wollte es trotzdem mal erwähnen. So, dann jetzt auch ganz neu, klar,
Jeffree Star Concealer und Puder. Die habe ich mir ja schon bestellt. Das wisst ihr, das hat mir schon vor über einer Woche bestellt mittlerweile. Ja, und das passiert, wenn man selber seinen Followern sagt, wann die Dinger bei Beauty Bear Online gehen und es selber vergisst. Ja, deswegen habe ich dann bei Beautylish bestellt, wo die noch verfügbar waren und warte jetzt schon seit über einer Woche darauf. Ich hoffe, dass sie bald ankommen, weil ich möchte die unbedingt für euch testen. Ich habe über diese beiden Produkte bis jetzt nur heftig Gutes gehört. Bin also mega, mega gespannt. Ich habe mir jetzt übrigens die Farbe C6 beim Concealer geholt. Ja, also so von der Einschätzung her wäre C5 genau meine Farbe gewesen. Ist ja klar, dass die Farbe, die komplett aus seinem Lager geklaut wurde bei dem Überfall oder Raub, dass es genau meine Farbe ist, wäre, glaube ich jedenfalls. Ich habe mir jetzt C6 bestellt, bin gespannt, ich hoffe, dass sie nicht zu dunkel ist. Ja, aber C5 wäre meine perfekte Farbe gewesen, glaube ich. Kylie Cosmetics. Nehme ich jetzt auch wieder ab und an hier mit in die Videos rein, weil wir nämlich da jetzt wieder bestellen können. Ist aber eben derselbe Struggle wie bei Colourpop. Das heißt, Leute, die mit dem Zoll bei Colourpop Probleme haben, werden das leider Gottes eben auch so mit Kylie haben, weil das genauso behandelt wird. Kylie bringt neue Augenbrauenprodukte raus. Finde ich sehr interessant. Auf den ersten Blick von der Verpackung haben sie mich eben sehr an die von Colourpop erinnert. Verpackungsmäßig sind die ja alle immer sehr ähnlich, die Produkte. Also es gibt eine Pomade, dann einmal so ein Augenbrauenpuder, was zwei verschiedene Töne mit drin hat, was ich sehr gut finde. Und eben so ein Augenbrauenstift, so ein hauchdünn. Also dadurch, dass ich, wenn ich jetzt mal irgendwie nochmal Geld übrig haben sollte, und ich da bestellen sollte, würde ich die mal testen, die Produkte. Aber ich vermute tatsächlich, dass sie sich zu denen von Colourpop wieder nicht viel nehmen werden. Das ist so meine Vermutung, man weiß es nicht. Ja, weil irgendwann, weil ich unbedingt auch noch das Setting Spray war ja relativ neu von Kylie. Das Puder auch, was lange jetzt ausverkauft war oder ist immer noch. Das wollte ich auch nochmal testen. Deswegen, irgendwann werde ich definitiv nochmal bei Kylie bestellen und dann eventuell ein, zwei Produkte auch davon testen. Aber ist jetzt nicht unbedingt, dass ich dafür ganz doll brenne. Genau, dann würde ich sagen, mache ich auch gleich mit Colourpop eben weiter. Bei Colourpop gibt es eine neue Kollektion. Ich glaube, die zweite mit Shayla zusammen. Und zwar ist es die Proceed with Caution Collection. Sehr interessant. Spricht mich persönlich aber nicht unbedingt an, muss ich sagen. Also die Kollektion hat eine Eyeshadow-Palette, zwei Blushes, die schön sind. Zwei Liquid Lipsticks und zwei Lip Liner. Ich muss sagen, es sind alles sehr, sehr schöne, tolle Töne. Davon würde ich oder werde ich auch aber definitiv nichts bestellen. Auch die Palette ist sehr schön, auch tolle Farben, sehen auch wirklich toll pigmentiert aus. Aber ist nicht meins. Also ich muss sagen, das ist jetzt mal eine Kollektion, wo ich mal aussetzen werde, wo ich bei Colourpop ja sonst fleißig bestelle. Aber das reizt mich persönlich jetzt nicht so. Ja, aber abgesehen davon finde ich sie trotzdem cool, die Kollektion. Ein neues Produkt kommt zu Too Faced. Ich meine, das ist ja genau zu der Peaches and Cream Kollektion. Oh wow, da ist was, was mich echt interessiert. Das sind die Crystal Whips Shimmering Eyeshadow Veils. Also je nachdem, was für eine Konsistenz das sein soll, weil hier steht Whips. Whip bedeutet so ein bisschen, ja, mousig eigentlich. Ja, aber ich vermute, dass es vom Effekt eher so ein bisschen ist wie die von Stila. Aber ich finde die mega interessant. Gerade wenn ihr mal den Swatch auf dem Arm anschaut, die zwei hellsten Töne sehen richtig gut aus. Also das wären echt welche, wo, wenn die nach Deutschland oder vielleicht Sephora, FR oder Cult Beauty, wir können ja auch tatsächlich jetzt doch noch wieder ein bisschen länger kostengünstig bzw. ohne Zusatzkosten in UK bestellen, hat sich ja verlängert. Gott, wie das weitergeht, bin ich auch immer gespannt. Ja, aber mega interessant. Also ich bin bei den zwei ganz hellen Farben sofort dabei. So, zum Schluss noch zwei sehr, sehr interessante Kollektionen, eben weil es so ein bisschen um Serien oder Filme geht. Erst einmal natürlich von Urban Decay, die Game of Thrones Kollektion. Ja, ich gehöre wahrscheinlich zu den wenigen Personen, die da überhaupt nicht mit drin ist. Ich habe, glaube ich, damals mal die erste oder zweite Staffel geguckt und dann nicht weiter. Aber wir wollten es auf jeden Fall mal nachholen. Aber deswegen bin ich diesem Fieber nicht so mit drin. Ich weiß aber, diese Kollektion war ja so schnell ausverkauft. Ich weiß eben, wie viele sich darauf gefreut haben und diese Kollektion auch feiern. Und die Qualität soll toll sein, die Eyeshadows sollen toll sein. Wie ihr vielleicht an der Eyeshadow-Palette sehen könnt. Also mir persönlich ist sie zu unruhig. Ich würde total die Krise kriegen, wenn ich da drauf gucken muss die ganze Zeit, weil es einfach so viel zu bunt ist. Und, aber die Farben an sich sehen wirklich, wirklich schön aus. Ja, Verpackung wäre halt bei mir auch wieder so ein Störfaktor, dass die Palette eben keine Aufklapppalette ist, beziehungsweise, ich meine, zum Rausziehen einfach nur so eine Platte ist. Ja, also ihr wisst, für mich ist es für mich persönlich nicht ganz so
meins und auch für meine Sammlung, für meine Organisation nicht ganz so vorteilhaft. Aber sonst, also gerade für Leute, die eben vor diesem Thema aufgehen, finde ich das toll. Also das ist eine richtig tolle Kollektion. Was ich sehr interessant finde, sind die Glide-On Eye Pencil. Ihr wisst, die von Urban Decay, also Urban Decay generell, macht mega, mega Eye Pencil. Diese Glide-On-Dinger sind der Oberhammer. Und ich finde die Farben auch sehr interessant. Das sind vier Icy Blau-mäßige, meine ich, ja. Ja, Lippenstifte, die mich jetzt persönlich jetzt nicht so interessieren. Aber die Eyeliner finde ich sehr, sehr interessant. Der Rest der Kollektion ist eben einfach nicht ganz so meins, aber ich verstehe und weiß, warum die eben so schnell ausverkauft ist. Also eine tolle Kollektion. Und wir kommen zum nächsten Ding, das ist die allererste Kollektion, die mich seit Jahren wirklich mal wieder interessiert von MAC. Aladdin! Oh wow, da bin ich wieder mehr dabei als zum Beispiel bei Game of Thrones. Da fieber ich mehr mit. So, ich bin halt so ein Disney-Typ. Ne? Ich liebe Disney. Und ich muss euch sagen, es sind tolle, tolle Produkte mit dabei. Ja, am meisten interessieren tut mich tatsächlich der Highlighter. Das ist ein Highlighter-Ton, auch wenn das ein bisschen dunkler wirkt. Das ist ein Highlighter-Ton und ein Bronzer mit einer Wunderlampe eingepresst ins Puder. Sieht sehr schön aus, also der Bronzer, gut, vom Ton her wäre es glaube ich nicht meins, aber den Highlighter, der ist schön golden, also wäre was für den Sommer, für jetzt vielleicht nicht. Dann eine Eyeshadow-Palette, ist wieder so eine Mini. Da muss ich wirklich Vorsicht aussprechen. Ich muss sagen, ich habe damit bis dato noch nie positive Erfahrungen gemacht mit diesen SEs von mit diesen Limited Editions oder Kollektionen, diese Mini-Eyeshadows. Jetzt auch, ich weiß nicht, bei wem ich das jetzt schon wieder gesehen habe. Ich glaube bei Tati aus der letzten mit diesen Kirschblüten. Also die meiste Erfahrung, die ich von anderen höre und auch die ich auch gemacht habe, ist, dass die nicht qualitativ so gut sind wie die Original-Lidschatten. Deswegen, da wäre ich persönlich immer vorsichtig. 4 Lippenstifte, super schöne Farben. Ja, und auch die Lippenstifte sehen toll aus. Also da wäre tatsächlich, glaube ich, allein vom Packaging her, mal wieder einen MAC-Lippenstift gönnen würde. Aber richtig, richtig schön. Also eine ganz tolle Kollektion. Lipgloss ist auch noch dabei. Also wow. Ja, meine Lieben, das war es auch schon. Wie gesagt, momentan finde ich, ist nicht ganz so viel los, was für mich aber, finde ich, auch mal relativ erfrischend ist. Man hat nicht so die ganze Zeit den Druck, immer hinterher zu sein. Das ist wirklich toll. Ich mag die Geschwindigkeit von Launches momentan sehr. Das ist eher mehr nach meinem Geschmack. Ja, habe ich jetzt auch irgendwas vergessen oder wollt noch mal meine Meinung zu irgendwelchen anderen neuen Produkten wissen, dann schreibt gerne in die Kommentare. Ich probiere dann, euch dazu antworten. Und falls euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr noch nicht Abonnent meines Kanals sein solltet, dann könnt ihr das hier gerne nachholen und auch mein letztes Video schauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao.